Hi Ladies! Jenny weiß ganz genau, was für ein Kleid sie will. Aber sie hatte doch noch Fragen zum Komplettoutfit, dass sie bei ihrer Veranstaltung, was sie vorhat, nichts verkehrt macht. Und da habe ich für dich, Jenny, dieses wunderschöne Outfit zusammengestellt, was wirklich traumhaft an dir aussehen wird. Aber bevor ich jetzt auf das Outfit näher eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr oder du, Jenny, die Bilder, alle Tipps und Tricks, Links und mein kleines Angebot, was ich für dich habe, größer sehen willst, dann klick hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findest du auch nochmal alles, um natürlich nichts zu verpassen. So, Jenny, jetzt lass dich überraschen, was ich Schönes für dich habe. Denn wie gewünscht habe ich hier ein rotes Kleid mit weißen Punkten für dich rausgesucht, was deiner Figur extrem gut schmeicheln wird. Aus dem Grund heraus, weil es unterhalb der Brust leicht abgesteppt ist und ein leichter, nicht so tiefer Ausschnitt hat, auch dessen ein bisschen Brust zu sehen ist. Also genau das, was du wolltest. Und es auch natürlich rückenfrei ist. Und weil du gesagt hast, dass deine Oberbeine nicht so attraktiv sind, was ich nicht glaube, aber okay, ich gehe drauf ein. Dann habe ich hier dieses Kleid so gewählt, dass es knielang ist, dass deine Waden schön zur Geltung kommen und wie man dann nochmal eins draufsetzen kann, dass es richtig gut wirkt, kommt gleich. Aber noch der Hinweis, guckt euch nochmal den Schnitt ganz genau an, weil der Stoff ist grundsätzlich aus Jersey, aber es ist kein normaler Stoff, sondern er hat so eine Art spezielle Webung, damit er sehr weich anzugreifen ist, aber trotzdem sehr schön fällt, als wäre es schon fast ja, Richtung Chiffon und Co. Aber es ist kein Chiffon, also es ist schon ein Jersey-Stoff. Und das Kleid kann mich mir wirklich sehr, sehr schön an dir vorstellen und wahrscheinlich auch an vielen anderen von euch da draußen. Und um dieses Kleid zu einem perfekten Outfit für euch zu machen, habe ich natürlich noch ein paar wunderschöne Accessoires herausgesucht, die zu diesem Kleid perfekt passen, weil auch die Fragen kamen, ja, welche Schuhe und so weiter und so fort zu einem roten Kleid. Dieses kleine Geheimnis frage ich euch jetzt, denn bei so einem Kleid mit weißen Punkten würde ich gar nicht so viel machen. Ich würde im Farbschema bleiben und um die weißen Punkte einfach widerspiegeln zu lassen, gebe ich euch den Tipp, wählt so einen weißen Pump und am besten noch wie dieser jetzt hier, dass er nicht so ganz glänzend ist, sondern so leicht meliert. Und natürlich, da kann man ein bisschen variieren, aber ich habe mit Absicht diesen Pump gewählt, der ist vorne geschlossen, weil es macht sich meistens beim Tanzen besser und Jenny will davon natürlich profitieren, weil sie tanzen gehen möchte. Wenn ihr nur unterwegs seid, dann kann man natürlich auch eine Sandalette anziehen, aber in dem Fall diesen Pump, der geschlossen ist und es trägt natürlich dann auch zu den Waden sehr gut bei, weil der Schuh ist jetzt nicht extrem hoch, er ist 6 cm und somit A, sehr, sehr gut zu tragen und bequem und man kann ewig darin tanzen und es zaubert natürlich noch ein sehr schönes Bein, denn wenn ihr oben steht, das wisst ihr, dann ist die Wade straff, ihr wirkt gleich mal 7 Kilo leichter und er passt perfekt. Und um da jetzt noch eins draufzusetzen und um dieses Dekolleté nochmal schön zu unterstreichen, habe ich hier eine Perlenkette herausgesucht, die quasi ein Zweierer ist. Also ich weiß, man kann die Kette auch noch umgestalten, dass es dann quasi eine lange Kette ist. Aber ich finde, wenn man es so lässt als Zweireiher, dann gibt das Ganze nochmal einen kleinen Kick, dieses Kleid und dieses Dekolleté. Und wer vielleicht so als kleiner Nebentipp ein bisschen fülliger ist, der darf ruhig versuchen, eine Perlenkette auszusuchen, die etwas größere Perlen hat, damit man natürlich ein bisschen ablenkt, ja, von seinen Problemzönchen. Und trotzdem auch eine etwas größere Perlenkette macht immer noch ein wunderschönes Dekolleté, wo man gerne hinschaut. Und um auch wiederum genau das widerspiegeln zu lassen, gar nicht viel Bling-Bling, sondern ich würde im Schema bleiben, empfehle ich euch einfach, ein Armband zu wählen, auch als Perlenkette, ist auch wunderschön, Zweireiher. Also wir bleiben hier wirklich schlicht, wir lassen das als Gesamtbild stehen und dann wirkt das so, dass ihr abends zur Party geht, den Raum betretet und alle staunen erstmal. Und glaubt mir, die Mädels werden sagen, wow, wo hat die das Kleid her?
Aber im Endeffekt ist es gar nicht nur das Kleid, sondern das Komplettoutfit, was euch so strahlen lässt. Ja, wie gesagt, das Armreif, das Armkästchen sozusagen eigentlich schon als Perlenkette, würde ich euch hier empfehlen, um das Ganze nochmal abzurunden, um das i-Pünktchen der Perle draufzusetzen. Und ich verspreche euch, mit so einem Outfit werdet ihr das Highlight des Abends sein. Und für dich, Jenny, du wirst wirklich glücklich strahlend an den Abend oder an den Morgen dann einschlafen, weil es wirklich perfekt war. Und wenn ihr wie Jenny so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann nutzt jetzt einfach unterhalb vom Video die Kommentarfunktion und schreibt mir so detailliert wie möglich, wo ihr hingeht, wie groß ihr seid, welche Haarfarbe und so weiter und so fort, damit ich so gut wie möglich euch so ein wunderschönes Outfit zusammenstellen kann, wo ihr dann natürlich davon profitiert. Und natürlich, wenn ihr dann dieses Outfit nicht verpassen wollt, dann abonniert hier oben einfach meinen Kanal und verpasst sozusagen kein Video mehr, kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Deals natürlich. In diesem Sinne, Jenny und Ladies, natürlich ihr auch, viel Spaß mit dem Outfit und vergesst nicht, mir zu schreiben. Bis dahin, ciao, ciao.